Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von mir, Nico. Und heute spielen wir ein wenig Team Deathmatch auf Firing Range. Dabei habe ich heute für euch eine ziemlich skurrile Klasse. Und zwar handelt es sich dabei um die Mac 11 mit keinem Aufsatz. Und dazu haben wir noch Ghost, Flinkheit und Marathon dabei. Ja, aber heute wollen wir nicht so arg aufs Gameplay eingehen, sondern wir wollen eher über ein paar andere Dinge sprechen. Dabei handelt es sich zwar um Call of Duty, aber wir wollen über die verschiedenen Teile von Call of Duty reden. Das bedeutet World at War, Modern Warfare 2, Black Ops, Call of Duty 2 und Call of Duty 1, als auch Modern Warfare 1. Ja, bisher hatte jedes Call of Duty so seine Vor- und Nachteile. Aber jetzt muss man am Ende doch mal sein Fazit ziehen. Man ist da bestimmt noch nicht am Ende der Call of Duty-Reihe, aber ich kann von mir persönlich sagen, ich habe schon meinen Favoriten bis hierher gefunden. Wie sieht's da bei euch aus? Das ist die heutige Videofrage. Sagt ihr eher, ihr spielt lieber Activision, das bedeutet die eher in meinen Augen taktischen Spiele, oder sagt ihr lieber, ich greife auf Infinity Ward zurück und zocke dort ein bisschen auf Freestyle-Montage-Gameplay? Das bedeutet also, ich möchte von euch wissen, welches ist euer Lieblings-Call of Duty und warum? Schreibt es mir bitte in die Videokommentare, ich würde mich über eine Antwort von euch freuen. Und natürlich interessiert es mich auch, wie ihr bisher über die Call of Duty-Teile denkt und welcher euer Favorit ist. So, nun möchte ich mir meine Videofrage, wie ich das so oft tue, auch mal wieder selbst beantworten. Ja, also mein persönlicher Favorit ist Call of Duty Modern Warfare 1. Es ist einfach wunderbar, dieses Game zu zocken, es macht einen Heidenspaß. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass man dort so ein bisschen diesen Montage-Effekt hat. Denn, Leute, ihr könnt euch freuen, denn ich denke mal, in der nächsten Zeit wird irgendwann mal eine Montage kommen. Ich kann noch nichts versprechen und ich kann auch noch kein genaues Datum sagen, aber es wird was kommen. So, in dem ungefähr so möchte ich, dass ihr mir die Videofrage beantwortet und natürlich würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Gut, kommen wir nun zum nächsten Themenbereich. Ja, mittlerweile bietet einem Call of Duty schon eine ziemlich große Auswahl an Kreativität und so weiter. Man kann sich überlegen, in welches Call of Duty man reingeht, um was zu spielen. Es eignen sich nämlich verschiedene Call of Duties für verschiedene Spieltypen und auch verschiedene Spielvorgehensweisen. Deswegen ist Call of Duty auch so erfolgreich in meinen Augen. Man könnte fast meinen, dass es bei mir schon so eine Art Bewegung geworden ist. Ich switche einfach jeden Tag von Call of Duty zu Call of Duty und ich muss schon sagen, ich finde einen extremen Spaß daran und vor allem, nachdem ich das eine Call of Duty gespielt habe und dann wieder aufs andere zurückgreife, wieder den extremen Anreiz, daran weiterzuspielen. Deswegen mein heutiges Fazit für euch, beziehungsweise mein heutiger Tipp für euch, holt euch am besten mal Call of Duty Teile, die ihr bisher noch nicht gespielt habt oder die ihr noch nicht habt. Man erlebt wirklich eine sehr, sehr große Abwechslung und ich denke mal auch, dass man sich so, wieder wie gerade schon gesagt, den Anreiz auf die anderen Spiele wieder aufbauen kann. Was auch eine große Hilfe sein kann, um Anreiz aufs Spiel wieder zu bekommen, ist einfach mal, wie hier in diesem Gameplay, eine andere Klasse nehmen. Ich habe jetzt hier die Mac 11 dabei und ich würde euch einfach mal empfehlen, probiert Waffen aus, die ihr im Prinzip noch nie oder so gut wie gar nicht gespielt habt. Ihr werdet sehen, wenn ihr damit gut seid, dann macht das Spiel wieder richtig Spaß. Gut, aber legen wir dieses Thema jetzt mal wieder beiseite und ich möchte jetzt auf mein typisches Real-Life-Thema wieder zu sprechen kommen. Na gut, ob dieses Thema jetzt eines Real-Life-Themas würdig ist, das kann ich euch jetzt leider nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall im Real-Life. Und zwar handelt es sich dabei um mein oder euer Lieblingsgetränk. Ja, meins ist jetzt nicht Cola, Fanta oder irgend sowas total Durchschnittliches, sondern mein Lieblingsgetränk ist wirklich der Granini-Fruchtprickler. In meinen Augen ist das wirklich momentan das beste Getränk, das auf dem Markt zu finden ist. Ich würde mir wünschen, dass ihr mir auch diese Videofrage unten in den Kommentaren beantwortet. Und zwar macht ihr das am besten so mit den Kommentarbeantwortungen. Ihr schreibt Videofrage 1 und dann schreibt ihr die Antwort dazu und dann schreibt ihr Videofrage 2 und dann die Antwort darauf. Ich würde mich, wie gesagt, schon sehr, sehr freuen, wenn ihr mir das beantworten würdet. So, bevor ich es jetzt nun vergesse, warum ist der Fruchtprickler denn überhaupt mein Lieblingsgetränk? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Das Zeug schmeckt einfach nur genial. Es hat diesen Grapefruit-Geschmack. Für die, die ihn nicht kennen, probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Er ist so richtig schön fruchtig mit Kohlensäure. Es weckt einen richtig auf, das Getränk. Also, spitze Teil. Und für die, die sich jetzt denken, was stellt der Typ da für beschissene Fragen? Ja, für die, die neu dazugekommen sind, meine alten Abonnenten, die wissen schon, dass ich so komische Fragen stelle, auch mit dem Benny. Das macht uns ganz einfach Spaß. So kommentieren wir gerne ein bisschen abseits von diesen normalen Themen, wie ihr jetzt hier schon seht. Was ist euer Lieblingsgetränk?
Ja, aber jetzt wollen wir noch ein bisschen auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar handelt es sich um Steam. Ja, sehr, sehr, sehr viele Leute haben mich schon geaddet. Das bedeutet, meine und Bennys Freundschaftsliste sind leider, leider, leider voll. Das bedeutet, für die Leute, die uns jetzt noch nicht geaddet haben, für die gibt es momentan leider keinen Platz. Aber keine Sorge, bleibt am Ball mit dem Adden. Sobald jemand 3 Tage offline ist, ohne Benny oder mich davor zu informieren, der wird rausgeworfen. Und dann könnt ihr uns wieder adden. Und falls ihr einfach mal so in Steam rumgammelt, dann dürft ihr doch auf jeden Fall gerne unseren Steam-Gruppen beitreten. Ja, die könnt ihr ganz einfach finden, indem ihr auf unseren Kanal geht und dann in der linken Spalte nachschaut. Dort findet ihr die beiden Links zu den Steam-Gruppen. Und wie gesagt, immer schön weiteradden. Ich denke auf jeden Fall, dass jeder mal die Chance bekommt, in die Steam-Freundschaftsliste aufgenommen zu werden. So, ansonsten wären die heutigen Themen geklärt. Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten. Ich hoffe, die Commentary hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann dürft ihr das Video natürlich dementsprechend bewerten. Außerdem könnt ihr mir wie immer einen Kommentar hinterlassen, wie euch das Ganze gefallen hat. Außerdem die Videofrage beantworten. Am Ende heißt es 31 zu 3. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen, wie schon gesagt. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Deswegen sage ich jetzt, hellas Leute und macht's gut.